Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Die Expo Real in München ist Europas größte Messe für Immobilien und Investitionen. Auch Duisburg war in diesem Jahr wieder vertreten. Und natürlich ging es um die großen Projekte wie Sechsseen, Wedau oder die Duisburger Dünen. Aber auch die kleineren Bauvorhaben waren Themen auf der Messe, etwa die Algarve und die Plangemühle. Große Projekte auf der größten Messe für Immobilien und Investitionen in Europa. Duisburg rührt auf der Expo Real in München die Werbetrommel. Und zwar, um Investoren für die zahlreichen Bauprojekte in der Stadt zu gewinnen. Die Zugpferde sind auch in diesem Jahr wieder die großen Flächenentwicklungsprojekte. Mit Sechsseen-Wedau läuft in Duisburg aktuell das größte vergleichbare Bauprojekt in NRW. In Wedau-Nord soll ein hochmodernes und zukunftsgerichtetes Technologiequartier entstehen. Und mit den Duisburger Dünen soll nahe dem Hauptbahnhof ein weiteres modernes Wohnquartier gebaut werden. Aber auch abseits der Großprojekte soll sich in der Stadt einiges tun. Algarve, Plangemühle und St. Barbara. Auch hier schreiten die Planungen und Arbeiten weiter voran. Und auch an der mittlerweile berühmt-berüchtigten Baustelle im alten Holzhafen soll endlich etwas passieren. Die Bauprojekte in Duisburg sind zahlreich. Es gibt also viel zu tun. Nicht nur in Duisburg, sondern in der gesamten Region. Seit einer Woche ist der Karl-Lehr-Brückenzug jetzt schon gesperrt. Es gab Staus und Verzögerungen, aber das große Chaos blieb erstmal aus. Dabei liegt die Betonung auf erstmal. Die Sperrung bleibt nämlich nicht die einzige. Und das zum Beginn der Herbstferien. Hier kommt erstmal keiner mehr durch. Der Karl-Lehr-Brückenzug ist nämlich seit Sonntagabend gesperrt. Das bedeutet lange Umleitungen für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Und das bis Ende des Jahres. Damit aber nicht genug. Vor allem auf den Autobahnen in und um Duisburg ist und wird vieles gesperrt. Für den Start in die Herbstferien bedeutet das vor allem Stau. Mit dem Umbau vom Autobahnkreuz Kaiserberg gehen nämlich auch einige Einschränkungen und Sperrungen einher. Das Kreuz gilt ohnehin als Nadelöhr. Doch am Sonntag wird hier auch noch ein Fahrstreifen der A3 Richtung Oberhausen gesperrt. Alles in Vorbereitung auf den Abriss der A3-Brücke. In den Herbstferien soll der nämlich erfolgen. Und darunter leiden dann nicht nur die Autofahrenden, sondern vor allem Bahnfahrende. Unter der Brücke verlaufen nämlich Gleise, die während der Abrissarbeiten 2 Wochen gesperrt werden. Das bedeutet, Regional- und S-Bahnen fallen zwischen Mülheim und Duisburg sowie zwischen Oberhausen und Duisburg komplett aus. Im Fernverkehr werden die Bahnhöfe Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf Flughafen nicht angefahren. Es wird Umleitungen, Ausfälle und Ersatzverkehre geben. Da ist bei allen Zug- und Bahnreisenden eine Menge Geduld gefragt. Staufrei ist es in Duisburg aktuell definitiv nicht. Denn auch im Kreuz Duisburg-Nord sind mehrere Verbindungen gesperrt. Und das schon seit Mittwoch und noch bis Montag früh. Damit aber nicht genug. Ab Freitag, dem 13. Oktober, wird die A59 Richtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord bis Duisburg-Meiderich voll gesperrt. In Fahrtrichtung Dienstlaken ist die Autobahn zwischen Kreuz Duisburg und Duisburg-Meiderich gesperrt. Passend zum Start in die Herbstferien wird es also schwierig, von A nach B zu kommen. Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine beschäftigt nicht nur die Politik auf Bundes- und Landesebene, sondern vor allem die Kommunen, auch in Duisburg. Dabei geht es vor allem um eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft und einen potenziellen zukünftigen Standort für eine Unterkunft. Doch Stadt- und Bezirksregierung ziehen in dieser schwierigen Aufgabe der Unterbringungen nicht an einem Strang. Die Franz-Schubert-Straße in Rheinhausen. Dass hier eine Unterkunft für bis zu 1500 Geflüchtete entstehen soll, sieht man den Mehrfamilienhäusern der GEBAG noch nicht an. Wenn es nach der Stadt geht, soll es in Duisburg jedoch keine zentrale Flüchtlingseinrichtung des Landes geben. Rückblick. Im April 2022 eröffnet in Duisburg die Sammelunterkunft an der Hamborner Straße. Kein halbes Jahr später, im September 2022, will die Stadt das Zeltdorf so schnell wie möglich auflösen. Einen Monat später rudert man zurück. Die Unterkunft an der Hamborner Straße soll als zentrale Landeseinrichtung weiterbetrieben werden. Und die Übergabe an das Land ist schon für November geplant. Doch dazu kommt es nicht. Im Dezember erteilt das Land nach 2 Monaten Verhandlungen die Absage. 2 Monate, in denen die Betriebskosten weitergelaufen sind. Und genau diese Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro sind ein großer Streitpunkt. Aber auch darüber hinaus hat Duisburg viel Geld für die Unterbringung der Geflüchteten ausgegeben. Während der Streit um die Finanzierung vom Zeltdorf an der Hamborner Straße noch läuft, wird zumindest von der Bezirksregierung einiges für die mögliche neue Unterkunft in Rheinhausen getan. Die GEBAG hat nämlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, finanziert von der Bezirksregierung Düsseldorf. Doch nicht nur in Duisburg, sondern auch bundesweit wird es immer deutlicher. Es braucht neue und langfristige Lösungen.
Das war's vom Studio 47 Wochen-Update. Viele weitere Themen, News und Geschichten gibt's auf unserer Website und natürlich in unserem TV-Programm täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende, wir sehen uns.